Ja, wir gehen jetzt erstmal auf die Normen, die würde ich sagen, ne? Haben Sie herausgefunden, wie Nein. Nein, ich höre da nicht wieder zu. Die will nur wieder irgendwas spielen. Irgendwas, was ganz komisch ist. Irgendwas ganz Seltsames. Ja, ich möchte zur Normandy, danke. So viel dazu, Commander, dass wir erfahren, wie es weitergeht. Reden, bevor Sie aufbrechen. Das war alles Wahnsinn. Ja, das höre ich öfter. Ich gehe es in meinem Kopf immer wieder durch, damit es Sinn ergibt. Ihre Wunden waren noch frisch. Wie sind Sie eigentlich bei Udina gelandet? Sie haben mich im Krankenhaus gesehen. Ich hatte das Gefühl, alle im Stich zu lassen. Als Udina mir den Spectre-Status angeboten hat, dachte ich, ich könnte etwas gut machen. Ich könnte auch nicht untätig bleiben. Aber am Schluss war es eine Riesensauerei. Das höre ich auch öfter, okay. Als Sie das letzte Mal gezweifelt haben, sind Sie gegangen. Warum diesmal nicht? Ich konnte nicht. Meine vier Stunden, weh, ich kann nicht gehen. Es hat mich zwar fast das Leben gekostet, aber Sie waren bereit, für Ihre Überzeugung zu sterben. Naja, also das brauchen wir bei diesem Kampf. Im Bedrängnis hatte ich mich jetzt nicht gefühlt. Ich würde lieber die Bösen erschießen als meinen Vorgesetzten. Wir haben Udina aufgehalten und das Ganze überlebt. Nur das zählt. Es ist unfassbar, dass er hinter allem steckte. War er indoktriniert? Schwer zu sagen. Wie bekämpft man etwas, das sich so in den Kopf einschleichen kann? Ich weiß nicht. Aber wir haben keine Wahl. Sie sollten auch noch wissen, dass Hackett mich in seinem Team will. Sie sollten sich uns anschließen. Nehmen Sie das Angebot an. Brauche Sie bei uns. Da das eine Ruf, Vorbild, was auch immer Entscheidung ist. Ich vermute mal, das ist halt wegen unseren ganzen Entscheidungen, das 1, 2 und 3. Können wir sie echt wieder aufnehmen? Probieren wir es doch. Würden Sie es lieber auf der Normandy zu Ende bringen? Meinen Sie das ernst? Ja. Wir brauchen die Besten. Okay, Commander. Bin dabei. Nice. Holen Sie Ihre Sachen. Wird gemacht. Und Williams? Nennen Sie mich nicht Skipper. Zählen Sie immer nur auf die Reaper. Jawohl, Commander. Cool. Damit haben wir noch ein Crewmitglied, das man standardmäßig nicht hat. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das ging nach hinten das los. Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Er hätte es schaffen den können. Mordversuch an Ratsherrin Eschiel verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Sie beide kennen sich wohl. Jenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Ganz egal, wer er ist. Beim nächsten Mal stirbt er. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratserin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den... Ah, jetzt wollen sie doch langsam helfen. Wow. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiger? Salarianer auch. Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Wir schnallen ihn auf den Katapult und schießen ihn einfach auf die Reaper. Der Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Cerberus, Reaper, Sie alle bezahlen für diesen Krieg. So oder so. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Für Valhalla. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit.
Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Also kommen wir. Haben Sie mal kurz nun Zeit? Endlich doch. Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Okay. Also kommen wir nun endlich doch an die Quarianer. Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Okay. Ja, machen wir. Wie viel haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Also wir sprengen den Balken Edge fast. Ex-Cerberus. Salarianer. Ja, davon haben wir aber nur ganz wenig im Vergleich zu den Groganern. Naja. Abtrünnigkeitspunkte. So. Okay. Also unser Questbuch dürfte jetzt wirklich voll... Boah. Wir werden dieses Spiel niemals durchspielen. Dina auch. Dieser Hurensohn. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Was? Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Ja. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Außer sie sind indoktriniert und es geht nur darum, Cerberus zum Tiegel zu bringen. Wir müssen ihnen nicht vertrauen, aber nachgehen sollten wir der Sache schon. Ja. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Sicherheit gibt es keine, aber die Möglichkeit ist definitiv gegeben. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Ja, bestimmt habe ich auch noch jede Menge Nachrichten auf meinem Terminal. Eins nach dem anderen. So, gehen wir erstmal hier auf dem Schiff eine kleine Rundtour, schau, ob irgendwer reden will. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Irgendwas mit Ledersitzen? Als ich bei Cerberus war, unterstützten sie die Hilflosen. Heute sind sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass sie ihnen in den Arsch getreten haben. Und dass Ash den Norman die Test, dass man seinen Commander nicht erschießt, mit Bravour bestanden hat. Vergessen Sie, Ash. Noch wichtiger ist, dass wir endlich den Rat auf unserer Seite haben. Endlich. Schön, nach drei Teilen. Helfen, bevor die Galaxie in Flammen aufgeht. Aber letztlich zählt ja der Gedanke. Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Eli? An die Zerstörung Pommes. Des Reapers auf T'Chanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Sie sagten, Sie hätten auf abstrakte Sozialfragen keine verlässlichen Antworten. Also habe ich geschwiegen. Mir war nicht klar, dass das zum Dauerthema wird. Schießen Sie los. Es geht um Folgendes. Trotz ihrer angeblichen Intelligenz sind die Reaper leichter zu vernichten, als sie glauben. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Ja, unbedingt. Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Kommt ja auf den Zweck an, für den es erschaffen wurde. Also hier, der Zweck, für den es erschaffen wurde.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu. Wenn ich das jetzt sag, dann verallgemeinert das zu sehr. Also schiebt KI, VI und was weiß ich alles auf einen Nenner. Keine Ahnung, am Ende ist Edi genauso gut wie ein Getränkeautomat. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das erste, weil es kommt ja ganz auf den Zweck an, ob es jetzt wirklich nur dazu geschaffen ist, irgendwelche Subroutinen zu durchsuchen und da das beste Ergebnis rauszusuchen, oder ob sie wirklich dazu gedacht ist, zu existieren, zu leben, zu sich was auszudenken, was auch immer. Denselben wie organisches Leben. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Geth und Reaper. Es ist schon sehr radikal. Denken Sie nicht wie ein Reaper. Fortpflanzung ist nicht alles. Wir finden Sinn in unserer Arbeit, in guten Taten, in der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Das ging aber schnell. Das ging ja flott. Quantencomputer sind toll. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut? Geht das denn? Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. Echt, wird die anhand meiner Antworten umgepolt? Was wäre jetzt, wenn ich gesagt hätte, seien Sie nicht wie ein Reaper? Commander? Dann hätte sie sich in den Geth verwandelt und plötzlich nur noch mit dieser komischen Geth-Stimme geredet. Also dieses... keine Ahnung, wie ich das Geräusch machen soll. Ihr wisst doch, was ich meine. Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass Sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen... Eins nach dem anderen. So, Priorität. Landeurlaub. Oder Landurlaub. Von Admiral Hackett, Commander Shepard. Ich beordere die Normandy für dringend erforderliche Reparaturen ins Trockendock auf der Citadel. Sie waren letzte Zeit oft im Einsatz und braucht ein bisschen Zuwendung. Eine kleine Armee von Tex kümmert sich um die Details, sobald sie dort sind. Also muss ihre Crew an. Von Wort. Sie haben alle Landurlaub. Das ist ein Befehl. Wir brauchen jeden in Bestform. Eine Sache noch. Admiral Anderson hat ein Apartment in den Bezirken. Das ist der Citadel DLC. Das ist der Citadel DLC. Den heben wir uns auf, bis wir quasi nur noch die Mission haben, die das Ende macht. Und anders formuliert. Wir heben uns das bis zuletzt auf, bis wir nicht mehr zurück können. So. Also das machen wir jetzt nicht. Das ist aber Hammer, das Ding. So. Shepard, hier sind wie versprochen die Informationen, die wir über Kai Leng haben. Thema Kai Leng ist das hier. Steve Hackett. Leng K. Kai Leng. Haha, Datum der Verpflichtung beim Allianzmilitär, 14. November. Alter bei Verpflichtung 16 mit gefälschten Papieren. Einsätze. Terminus-System. Exodus-Cluster. Angriff auf Ention. Blablabla, Cerberus-Aktivität. Die Informationen über Kai Lengs Aktivitäten nach dem Beitritt bei Cerberus sind unvollständig. Der Unbekannte arrangierte seine Flucht aus dem Gefängnis und verpflichtete ihn für 10 Jahre. Leng gilt inzwischen als zuverlässiger Agent des Unbekannten und arbeitet als Infiltrator und Attentäter für ihn. Seine kybernetischen Modifizierungen umfassen anscheinend auch Cerberus-Implantate der Phantomklasse, ja. James Vega, Herr Commander, ich habe mich gefragt, ob Sie in nächster Zeit mal Zeit haben. Nichts Wichtiges, nur ein bisschen plaudern. Okay. Dulish-Maulwurf von Adrian Victus. Cerberus hat soeben einen turianischen Kreuzer voller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen. Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Cerberus hätte es nie ohne Insider-Informationen finden können und die einzigen Personen, die Position des Kreuzers kannte, war der Volus-Botschafter Dirn Korlak. Ich habe verlässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Meine Berater bestehen darauf, dass ich diese Anschuldigungen gegen Korlak nicht selbst verbringe und ich muss zugeben, dass sie recht haben. Die Ökonomie von Turianern und Volus sind eng miteinander verstrickt. Und jetzt ist es nicht die Zeit für einen politischen Feuersturm, den das auslösen würde. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotte auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlak in Ihrer Funktion Aspekte zu ermitteln und herauszufinden, ob er tatsächlich ein Cerberus-Maulwurf ist. Ich habe Informationen über seinen letzten bekannten Aufenthaltsort an das Spectre-Büro auf der Citadel übermittelt. Treffen in der Bar, Jack. Die Studenten treten Ärsche und gehen hart ran. Sie werden häufig ausgewechselt, damit sie nicht schlapp machen, also haben wir ziemlich oft Landgang. Wenn Sie das nächste Mal auf der Citadel sind, kommen Sie ins Purgatory. Ich bin immer dort, wenn ich nicht gerade auf dem Schlachtfeld irgendwas in die Luft bringe. Jetzt ist die Frage, ob das schon
das Treffen war, das ich mit ihr hatte, oder ob das jetzt ein neues ist. Citadel-Interview. Ihre Kabine. Diana Arras. Alle Sender berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Citadel. Jeder stellt Fragen über Irinas Tod. Können wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum, damit wir nicht gestört werden. Ich habe gehört, sie hätten den Ratsherrn persönlich gekannt. Wenn sie etwas Zeit für sich brauchen oder nicht darüber reden möchten, müssen sie es nur sagen. Okay. Eins nach dem anderen. Crewdeck. Was für ein Tag, Shepard. Odina dreht durch, fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Wenn sie nicht aufgegeben hätten, ja. Dieser Krieg ist viel zu wichtig. Ich denke bei unserer nächsten Meinungsverschiedenheit daran. Trotzdem gut, dass Ash jetzt nicht bei Kaidan ist. Einer reicht völlig. Das war's schon. Es ist gut, dass Ash wieder da ist. Wir können jede Verbündete. Bin mal gespannt, wo Ash dann noch ist, auf dem Schiff. Hier schon mal nicht. Vielleicht in der Herrentoilette? Okay. Da. Hier auch nicht. Ah, da ist sie. Schön, Sie zu sehen. Oh wow, okay. Schön, Sie zu sehen. Zu sagen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Das höre ich jetzt gerade öfter. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen? Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Was bin denn ich? Aber Sie sind Commander Shepard, der Held. Sie könnten sie überzeugen. Mal sehen. Der Handel würde beiden Seiten nützen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie mit Taktis reden. Er ist bei den Citadel Docks. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal nicht mehr auf die Citadel. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigills verbessern. Okay, habe ich jetzt mehr Kapazität oder wie darf ich das verstehen? Hier ist nichts. Sonst gibt's nichts. Es wäre für alle von Vorteil, wenn sie einen Tausch. Gut, Garrus steht ja gerade nicht da hinten. Also gehen wir als nächstes zu Liara. Ich habe befehlsgemäß die aktuellsten Berichte über den Rat, Doktor. Das Sicherheitssystem liegt im Chaos, aber es würde dennoch Wochen dauern, bis wir Agenten in die dortige Belegschaft einschleusen könnten. Das ist nach Odinas Putsch viel zu riskant. Wir verschieben diese Pläne. Bonus Geheimdienstarchive. Kraftschaden oder Kraftschaden. Scheiß Gesundheit. Das werde ich noch bereuen. Danke fürs Vorbeikommen. Ja. Danke fürs Vorbeikommen. Ich sehe schon kommen. Das wird wie in Mass Effect 1. Die lässt uns jetzt die ganze Zeit abblitzen, bis sie dann irgendwann doch will. Blöde Kuh. Eilmeldung. Die Citadel steht in Flammen. Dreister Cerberus-Angriff wurde von Cs... Commander, ich habe einige Fragen über den Putsch, bin aber gerade mit meinem Produzenten online. Okay. Können wir nachher ein Interview in Ihrer... Ich habe es jetzt mal abgebrochen, weil wir kennen das ja schon, was sie da sagen wollte. Hier ist auch nichts... Hier haben wir unseren lieben Proteaner. Oh, er hat sogar irgendwas zu sagen.
Commander. Wie kommen Sie zurecht, Jarvik? Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft, aber deshalb bin ich nicht hier. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Miranda. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Thane. Thane. Und der Kroganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Grunt. Metamorphose. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht, dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter. Die Regierungen ihres Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter. Wir können uns in diesem Krieg keine Schwachen leisten. Sie verbrauchen Ressourcen. Oh! Sie können selbst eine Ressource werden. Reaper, ja. Matschehaufen. Wie? Shepard Matsch. Wenn die Reaper mit den Schwachen beschäftigt sind, können sie freier agieren. Sie zur Ablenkung benutzen? Alle Strategien müssen erwogen werden. Und nur wenige sind zu extrem. Aber ich denke nicht, dass Ihre Asari meine Ansichten teilt. Liara? Sie hatte vermutlich nur eine gänzlich andere Vorstellung von Proteanern. Ja, yep, hatte sie. Wir sind alle das Produkt unserer Zeit. Wäre ich in diesem Zyklus geboren, wäre ich vielleicht der edle Gelehrte, den sie gern hätte. Vielleicht. Oder sie wären trotzdem ein Soldat. Manchmal frage ich mich das. Ich habe immer im Krieg gelebt, in jeder Schlacht Leben genommen. Belastet sie das? Es hat mich geformt. Wie der Stein vom Künstler geformt wird. Der Stein hat dabei keinen Einfluss auf seine Form. Gut gesprochen. Sie und ich, Commander. Der Krieg ist unser Steinmetz und wir sind seine Gefangenen. Vielleicht nicht mehr lang. Ein Sieg würde uns beide befreien. Bis zur nächsten Schlacht. Verräter okay. sind die schlimmsten Feinde. In unserem Zyklus entfernten wir ihnen die Gliedmaßen einzeln und gaben ihnen eine Wahl. Ihr eigenes Fleisch zu verzehren oder zu verhungern. Ihr Politiker hat etwas viel Schlimmeres verdient als eine Kugel. Und hätte der andere Mensch nicht Vernunft angenommen, wäre sie auch gestorben. Irgendwie es gibt in diesem Krieg nur einen Feind. Die Rinnen, die Haare hier drin. Werden nicht das ist toleriert. Das Band. Interessant. Naja. Dann gehen wir jetzt zu Vega. Vega. So, Moment. Und Tito, gibt's jetzt vielleicht neue Sachen? Nachdem ich auf die Normandy bin? Irgendwas Neues zum Kaufen? Ein Helm? Nice. Nein. Okay. Ne, das war's schon wieder. Waffen-Upgrades. Ja, muss eigentlich nett sein. Wobei ich die Talon-Pistole gerne mal ausprobieren würde. Dafür tue ich die auch gleich upgraden. Wenn wir haben genug Geld. So. Kann ich die eigentlich über 5 upgraden oder ist das für immer das Maximum? So. Panzerungsspind. Kann ich da jetzt mal was zusammenstellen? Ups. Jedes Mal derselbe Fehler. Infos. So. Schilde, Gesundheit, Aufladetempo, Kraftschaden, Waffenschaden, Munitionskapazität, Schilde, Waffenschaden, Kopfschussschaden, Gesundheit. Ah.
Wenn dann das da, Schilde 10%. Was haben wir hier? Nahkampf, Waffen, Kraft. Ja, wenn dann Kraft. Nahkampf, Waffen, Kopf, Schilde. Dann nehme ich Schilde. Waffen, Nahkampf, Waffen, Aufladetempo. Dann nehme ich Aufladetempo. Ja, wobei brauche ich nicht. Nehme ich Gesundheit. Waffenschaden, Munition, Aufladetempo, Gesundheit. Ey, komm, lass das doch zweimal Aufladetempo nehmen. So, jetzt haben wir mal tatsächlich eine Ausrüstung. Die Kraftaufladung geht hoch, Kraftschaden geht aber runter. Schildverstärker bleibt gleich. Mit der Ausrüstung im Vergleich zu der Blood Dragon. Was haben wir denn für ein Muster? Das nehme ich. Musterfarbe. Dunkles Lila. Farbe 1. Ja, kann ich eigentlich so lassen, ne? Machen wir ein bisschen heller. Weil das schon echt kräftig ist, dieses Lila. Ist ein weniger kräftigeres? Nee. Nee. Ach komm, wir lassen das jetzt trotzdem mal so, dann haben wir mal eine andere Ausrüstung. Wir kriegen das schon hin, sind wir halt ein bisschen schwächer. Wir können sicher damit leben. Hey Commander. Du wolltest... Ich wusste, dass Odina ein Dreckskerl war. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so mies ist. Dieser ganze Krieg ist loco. Begreifen die denn nicht, dass wir alle zusammenarbeiten müssen? Wenn Leute Angst haben, vertrauen sie so schnell niemanden. Schon, aber... Ach, wozu das Ganze? Und nur damit Sie es wissen, wenn es um Politiker geht, lautet meine Philosophie, erst schießen, dann fragen. Soll mir recht sein. T'Chanka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Hatte er nicht gesagt, er will mit uns reden? Größer, aber sonst. Desant und so. Ja. Dann können wir jetzt theoretisch in die Kapitänskabine. Na gut. Hi. Okay, dann gehe ich halt wieder. Sprudel. So, sonst gibt es hier nichts Neues, ne? Okay, ja, dann rufen wir sie mal. Sonst können wir nicht machen.